Buonasera, Buonasera, Bonsoir und einen schönen guten Abend. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Digital Concert. Heute sehen Sie mich hier schaukelnderweise im wunderbaren Atelier Klang und Raum. Und ich habe hier bei mir Nils Wogram. Herzlich willkommen bei Digital Concert, lieber Nils. Danke für die Einladung. Es ist wunderbar, dass du heute hier bei uns bist mit deinem ersten Solo-Programm, mit einem großen Solo-Programm. Wir freuen uns riesig, dass du hier bei uns dieses Konzert machen wirst. Wir hatten auch schon letzte Woche Dean Murphy bei uns, der am Ende Frank Sinatra gemacht hat und uns sozusagen auch ein bisschen diese Welt reingenommen hat. Nun die Frage zu deinem heutigen Programm. Das sind Uraufführungen, das sind Kompositionen von dir. Was ist der musikalische Hintergrund? Was erwartet uns heute Abend? Ja, es ist natürlich eine Herausforderung, Solo zu spielen als Blechbläser. Man hat normalerweise eine Band dabei, Schlagzeug, Klavier, Kontrabass. Und jetzt muss ich alles in einem sein. Harmonieinstrument, Rhythm Section, Schlagzeug und so. Das ist eine tolle Herausforderung. Und daran habe ich jetzt ziemlich lange geübt. Gedanken darüber habe ich mir schon jahrelang gemacht. Und jetzt war einfach die Zeit natürlich entsprechend analog zu den Dingen, die halt vorgefallen sind. Wir wissen, wovon ich spreche. Ja. War das einfach die Gelegenheit. Und jetzt habe ich das Projekt angepackt und dann eine Musik entworfen, also 7 Kompositionen geschrieben, die diesen ganzen Facetten irgendwie Rechnung tragen. Wunderbar. Und ich durfte in der Vorprobe gerade vorher dabei sein. Ein Thema sind Multiphonics heute Abend. Richtig, also eine zeitgenössische Technik für Jazz oder Solo-Posaune ist das mehrstimmige Spiel auf der Posaune, wo man einen Ton singt und einen Ton mit den Lippen spielt. Das heißt Multiphonics auf Englisch. Und durch den Mehrklang, also jeder Ton ist ja aufgebaut durch eine Obertonreihe, und wenn man mehrere Töne gleichzeitig hört, dann klingt das halt manchmal wie ein Akkord. Mhm. Das kann ich mal demonstrieren. Sehr gerne. Wenn man also genau hinhört, hört man manchmal ganze Akkorde und nicht nur 2 Stimmen. Also unglaublich, das ist sehr interessant. Und dann erwartet uns ja sicher auch als Jazzmusiker etwas Rhythmisches. Also ich konnte gar nicht umhinkommen, in der Vorprobe auch irgendwie mitzuwippen. Das wird sicher auch einigen Zuschauern zu Hause so gehen während dem heutigen Abend, und ich freue mich auch sehr darüber. Was ist da die musikalische Geschichte? Ja, teilweise benutze ich auch die rhythmischen Sachen mit Multiphonics, das heißt, ich mache so eine Art Frage-Antwort-Spiel. Mhm. Ich spiele dann irgendwie einen Akkord sozusagen mit den Multiphonics und spiele dann nur einzelne Töne, also eine Melodie oder Linien mit der Posaune. Teilweise mache ich auch so eine Art Beatbox mit den Lippen, mit der Luft, indem ich einfach artikuliere durch das Mundstück, durch das Instrument. Das klingt dann ungefähr so. Ich will natürlich jetzt nicht zu viel verraten, aber es geht natürlich darum, so ein bisschen ein paar Elemente zu zeigen und auch zu sagen, okay, woher kommt das? Das war jetzt zum Beispiel so, ich spiele ein Ding mit den Multiphonics und dann spiele ich irgendwelche improvisierten Sachen dazwischen. Das ist sehr interessant. Und ein weiteres Thema, du hast mir eine wunderbare Geschichte erzählt von einem Lehrer in New York, wo du sein durftest, außerhalb von New York, ich glaube in der Nähe der Freiheitsstatue. Genau, also das Stück habe ich genannt Trip to Staten Island, weil es da eine kleine Geschichte dazu gibt. Die Musikerpersönlichkeit ist ein Posaunist namens Jimmy Napper. Ja. Und bei dem durfte ich einen ganzen Nachmittag Unterricht haben, als ich in New York studiert habe. Staten Island ist sozusagen ein kleines Inselchen gegenüber von der Freiheitsstatue. Mhm. Und ich bin dann als 19-Jährige darüber gefahren mit der Fähre und bin dann zu seinem Haus gepilgert. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, du musst Bach üben. Irgendwie, und was ihn natürlich ausgezeichnet hat, war eine bestimmte Art zu phrasieren, den Ton anzuspielen, und da habe ich so diese beiden Elemente quasi zusammengebracht, Bach, Melodie, Melodik
und eine bestimmte Art Töne anzublasen und zu phrasieren. Das kann ich auch mal kurz vormachen. Wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten, aber so ist es. Und dann am Schluss wieder mit Multiphonic-Ansätzen. Ich habe also schon etwas gelernt sozusagen. Es ist auch unglaublich toll, wie viele Farbenmöglichkeiten das gibt. Und das erinnert mich gleich auch, zu Beginn hast du ein eher ruhiges Stück, wie ich in der Probe gehört habe. Ja, ich habe das Lullaby genannt und es war mir wichtig, das Konzert nicht so quasi ad hoc oder hauruck zu beginnen, sondern mit einer schönen Melodie, die ist jetzt, ich benutze dann auch so, die Melodie ist in Fis-Dur, was auf der Posaune einen bestimmten Klang bringt. Mhm. Und ich habe mir vorgestellt, dass ich so eine Melodie spielen müsste, um meine Kinder in den Schlaf zu spielen. Mhm. Und es featuret einfach den sozusagen normalen Posaunenklang bei allen tollen Effekten, die man auf der Posaune machen kann und so. Habe ich gedacht, ein Posaunenkonzert anzufangen mit einer schlichten Melodie, das ist noch schön. Das ist toll und wir freuen uns sehr auf heute Abend. Insgesamt hast du 7 Stücke dabei. Wir freuen uns, dass wir das in einem Konzert ohne Unterbrechung hören dürfen, diese Premiere, diese Weltpremiere. Wir sind sehr geehrt, dass du das bei uns machst. Ich weiß, viele Fans in der ganzen Welt haben darauf gewartet und wir freuen uns jetzt, dass wir das gemeinsam hier erleben dürfen. Lieber Nils, ich wünsche dir ganz viel Spaß hier und viel Erfolg, sehr geehrte Zuschauer. Wir freuen uns auf dieses Konzert heute Abend mit Nils Wogram. Und nun würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Bis gleich. Thank you.
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 Wow, lieber Nils, vielen herzlichen Dank für diesen Abend, dass du uns mitgenommen hast auf diesen bezaubernden musikalischen Ausflug und Weg in dieses unglaublich facettenreiche und farbenreiche Programm. Vielen herzlichen Dank. Wir hatten ja vor einigen Wochen hier das Trio Eclipse mit dem Stück Friday Night in August von Daniel Schnieder. Und sehr verehrte Damen und Herren, ich würde sagen, that was a magical Monday night in August. Vielen herzlichen Dank, lieber Nils. Ich bin mir sicher, du möchtest auch noch kurz vielleicht etwas sagen. Sehr gerne. Ich möchte mich bei euch natürlich bedanken. Ich finde es unglaublich, was ihr hier aufgebaut habt. Und ja, das stimmt einfach alles. Und vielen Dank für die Einladung. Für mich war das eine große Freude und Ehre, hier mal die Premiere zu spielen. Und ich hoffe, dass natürlich auch Sie, liebe Damen und Herren, weiterhin dem Digital Concert treu bleiben und die tollen Konzerte anhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen herzlichen Dank, lieber Nils, und ich möchte dich unbedingt wissen lassen, die Ehre ist ganz unserer Seite, auf unserer Seite. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass du hier bei uns warst, im wunderbaren Atelier Klang und Raum, und wirklich Klang und Raum haben wir heute Abend hier erfahren in Witikon am See, in der alten Chemiefabrik. Sehr verehrte Zuschauer, seien Sie auch nächste Woche wieder dabei um 20.30 Uhr, wenn wir wieder am Montag auf allen unseren Kanälen erreichbar sind mit dem nächsten Digital Concert. Seien Sie gespannt, besuchen Sie uns auf unserer Website und wir freuen uns schon bereits auf nächste Woche. Noch einmal vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen zu Hause einen wunderbaren Abend, eine ganz schöne Woche und heben Sie sich Sorge.